Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Map-Vorstellung, beziehungsweise in diesem Fall haben wir hier ein Map-Update und diesmal geht es um die Somerset Farms, eine englische Karte. Da gab es auch von uns schon mal eine Vorstellung, ich glaube über die Version 1.1.1, genau. Und jetzt haben wir hier die 2222. Und was das genau gibt, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ja, wir starten hier an einem alten Gebäude. Und hier sieht man auch schon gleich, ja, die Fahrzeuge. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, gehe ich einmal kurz auf die Änderung ein. Alle Animals wurden als platzierbar eingebaut. Dann haben wir jetzt Full Season Support, Custom Lightning, Animated Objects, Custom Soil Texturen, Distanz, Gras und Grundtexturen. So, dann haben wir jetzt Kuhfarm, Schweinefarm, Schaffarm, Pferde- und Chickenfarm. Dann zwei Verkaufspunkte. Eine Biogasanlage, ein Sägewerk, ein Eiverkaufspunkt, insgesamt 30 Felder von klein, mittel und groß. Dann haben wir hier Custom Transport Missions and Field Missions. Da ist also ein bisschen was passiert. Ja, wir gucken einmal kurz rein in die Fahrzeugliste, ob sich da irgendwas geändert hat. So, also wir haben hier, wie gesagt, eine ganze Menge da. Wir gehen nur mal kurz durch. Hier der Case. Da McCormick. Noch einen großen Case. Dann hier den Mähdrescher. Mit Schneidwerk davor. Anhänger haben wir da. Flug haben wir da. Grubber, jawohl. Kreiselecke. Sämaschine. Einzelsaatkorn, Sämaschine. Anbauspritze, Düngerstreuer, hier kleiner Kuhnwinder, so, dann haben wir hier den Schwader, Ballenpresse, so, Ballentransportanhänger haben wir da, so, und diverse Anbaugerätschaften. So, dazu mal in der Reihenfolge. Ja, auch hier gucken wir kurz ins Menü rein, Landscaping. Oh ja, da haben wir definitiv ein bisschen mehr Texturen als üblich. Baumtechnisch haben wir auch eine sehr gute Auswahl. Und die Blümchen sind auch da. Perfekt. So, auf die Deko brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich eingehen. Die ist gleich. Und bei den Tieren, die sollen ja jetzt platzierbar sein. Haben wir auf jeden Fall Standard. Genauso wie die Fabriken hier, Verkaufsstationen, Gewächshäuser. Das sieht mir auch alles gleich aus. Jawohl. Also danach würde ich behaupten, das passt. So, man sieht hier auch schon, es gibt hier Sammelobjekte. Ja, und hier ist gleich noch was. Okay, also damit könnt ihr euch hier definitiv Geld sammeln. So, hier ist auch noch wieder was Schönes. Sehr nice. Ja, jetzt kommt eigentlich gleich das Interessantere. Und zwar, wir machen jetzt mal hier die Karte kurz auf. So sieht das Ganze aus. Und ich werde jetzt mal kurz nebenbei die Karte öffnen. So, nicht erschrecken lassen. Und zwar, okay, also ich hätte gesagt, da hat sich definitiv was verändert. Dazu machen wir hier gleich mal die Karte ein bisschen im Vergleich. Ja,
Also, folgendes. Ich gucke jetzt mal hier auf dem und dann machen wir mal den Vergleich zu den anderen. Was haben wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall was Angebautes. Das ist neu. Muss ich mal kurz gucken. Das war schon bekannt. Das ist, wie gesagt, neu. Sägewerk ist vorhanden gewesen. Der ist neu, der Wassertank hier hinten. Der Viehhandel ist definitiv neu. Oder an anderer Stelle besser gesagt. Dann haben wir hier oben die Schafweide, die war vorher auch schon da. Die Feldformen, prägt euch das mal so ein bisschen ein. Hier oben, da hat sich auch was geändert. Die sind auch noch da. Da war vorher auch noch mehr. Die Tankstelle ist geblieben. So, da hat sich auch was geändert. So, unten der Pferdehof, der Pferdestall ist gleich geblieben, aber da fehlen andere Sachen. Der Fahrzeughändler, genau, da standen nämlich dann letztes Mal die Fahrzeuge. Und damit ihr auch seht, von was ich jetzt gerade rede, merkt euch mal so ein bisschen die Karte. Und dann wechseln wir mal hier auf den anderen Monitor. So, und jetzt seht ihr hier, da ist auf jeden Fall was dazugekommen. Die ganze Aufmachung der Karte ist komplett neu und schöner gemacht worden. Die Felder an sich sind, soweit ich gesehen habe, geblieben. Und also da wurde auf jeden Fall nochmal richtig viel rein investiert an Zeit. Ja, also wie gesagt, da hat sich was geändert. Hier ist weniger geworden. Da oben ist was anders geworden. Da ist die Produktion scheinbar weg. Und auch hier am Hof hat sich einiges verändert. Ja. Ich würde sagen, wieder zurück auf die neue Übersichtskarte. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir gehen nochmal schnell hier die Preise durch. Hier der Bereich, der gehört euch auf jeden Fall als neuer Farmer. Was müsst ihr für die Felder investieren? Ja, also da bin ich mit den Preisen definitiv dabei bei der kleinen Karte. Das ist definitiv akzeptabel. Ja, und dann, wenn man hier mal so schaut, hoppala, das kostet 0 Euro, auch nicht schlecht. Wir haben hier unten den Pferdehof. Das kostet uns auch nichts, okay. Und hier haben wir auch noch mal was, das müsst ihr kaufen. Da oben den Hof, wo die Schweine waren, da könnt ihr was kaufen. Und hier bei dem Schafhof, so nenne ich es mal. Ja, ist auch zum Kauf. Gut, dann gehen wir hier kurz weiter durch. Ob wir hier noch irgendwas Besonderes haben. Standardgüter. Fahrzeuge haben wir erklärt. Schafweide, Kuhstall, Schweinestall, Pferdestall haben wir jetzt. Feldmission haben wir leider nicht. Und Produktion haben wir auch nichts freigeschaltet. Ja, dann würde ich sagen, wir machen wie immer mal noch einen kurzen Überflug und werden das dann auch schon dabei belassen hier. Ist ja auch nur ein kurzes Update. Aber so wie ich das jetzt hier sehe, ist auf jeden Fall noch mal einiges gemacht worden. So, wir sind jetzt hier unten. Gehen jetzt hier mal noch ein bisschen hoch. Schauen mal hier hin. So, hier haben wir dann den Schweinehof oder Schweinewiese. Ah, Quatsch, Schwein sage ich schon. Das waren die Schafe. Die Schweine sind hier auf der anderen Seite. Genau, also das ist hier der Bereich. Könnt ihr, wie gesagt, kaufen. Könnt ihr auch mit mehreren Leuten drauf spielen. Wobei die kleine Größe hier wahrscheinlich eher mehr was für Solospieler oder vielleicht maximal zwei Leute ist. Ja, wie gesagt, hier hat sich auf jeden Fall auch was verändert. So, hier nochmal ein weiterer Hofbereich.
Beziehungsweise, ja, man kann es als Unterstellfläche nehmen. Hier waren vorher normalerweise noch die Hühnchen gewesen, aber die gibt es da scheinbar nicht mehr. Mussten dem Produktionsbau weichen. So, was haben wir hier unten noch? Ah ja, hier unten haben wir so einen kleinen Reitplatz, auch sehr schön gemacht. Und wie gesagt, das hier stellt so ein bisschen den Pferdehof dar. Der Fahrzeughändler hier hinten. So, genügend Platz ist auch vorhanden. Aber ich glaube, große Fahrzeuge braucht ihr hier, glaube ich, eh nicht. Da sind die kleineren von Vorteil. Ja, dann hier nochmal kurz reingeschaut. Der eigentliche Hofbereich aufgeteilt einmal hier drüben in den kleinen Bereich und halt hier drüben auf der anderen Straße geht's dann nochmal weiter. Also sehr interessant gemacht, ich muss sagen. Karte ist auf jeden Fall sehenswert. Schreibt gerne mal rein, was ihr dazu denkt. Vielleicht habt ihr sie auch schon ausprobiert oder spielt sie vielleicht gerade. Und ja, nicht vergessen, wie immer an dieser Stelle, der Hinweis, aktiviert gerne das Glöckchen. Dann verpasst ihr auf jeden Fall hier keine Webvorstellung. Und wir freuen uns natürlich auch gerne darüber, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch vielleicht weiterempfehlt, wenn es euch gefällt. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal und sage ciao, ciao.